Hallo, ihr Lieben. Schön, euch alle gleich hoffentlich bei mir zu sehen. Ich wollte mal wieder ein kleines Live-Unpacking machen und hoffe natürlich, dass 1, 2, 3 dazukommen. Oh, Jonas hat es mir falsch hingestellt. Hallo, Ramona. Hallöchen. So. Ah, diese blöden Kartons. Irgendwann schlage ich mir nochmal in die Finger. Hallo Mama. So. Pass auf. Ganz viel Pappe. Pappe. So, ganz viel Pappe. Erstmal rausholen hier. Damit ich überhaupt an die Sachen komme. Jipse. Ja, sind schon Sachen. Ah, das ist eine Partybestellung. Und zwar sind das schon neue Lampen. Beziehungsweise fast. Eine Mercury Glass. Genau. Wer im August Gastgeberin ist, einer Party, die über 515 Euro an Umsatz hat, bekommt eine Lampe zusätzlich von Scentsy geschenkt. Richtig, richtig cool. Ich habe jetzt zwei Partys am Wochenende, einmal am Freitag und einmal am Samstag. Und ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass die beiden auch auf 515 Euro gehen. Und das wäre natürlich richtig cool. Weil dann würden die nämlich auch eine von den drei Lampen, die es da geschenkt gibt, geschenkt geben. Einfach on top. Und wenn ihr die Lampe schon habt, umso besser, dann habt ihr ein super tolles Weihnachtsgeschenk jetzt schon. Also für meine Gastgeberin, das konnte ich nicht aussuchen, das packt Scentsy einfach so dazu, eine Mercury Glass. Das ist eine große, ihr seht schon, eine große Lampe. Richtig, richtig cool. Die Gastgeberin hat es vergessen, ich hatte es vergessen. Auf einmal habe ich es auf der Bestellung gesehen und dachte, wow! Und sie natürlich, wow! Und hat sich super damit drüber gefreut. Also, einmal die Mercury Glass, die absolut geschenkte Lampe. Normalerweise kostet sie 64 Euro. Jetzt gab es sie für die Gastgeberin geschenkt. Richtig cool. Hallo Selina, hallo. Dann die Aziza, die Aziza-Lampe. Ist eine eurer Lieblinge. Ich besorge sie mir mal ganz kurz. Die habe ich nämlich hier. Direkt. Das ist nämlich ein absoluter Favorite von euch. Das ist die Aziza. Genau. Die ist ein absoluter Favorite von euch. Und die wurde jetzt bei der Party tatsächlich auch öfter ausgesucht. Die kommt jetzt natürlich in dem krassen Licht nicht so richtig rüber. Aber die ist so schön, wenn das Licht aus ist. Oh, ist die schön. Also wirklich wunderbar. Also ihr könnt euch schon vorstellen, sie macht selbst gegen meine Hände jetzt so ein Muster. Ganz, ganz tolle Lampe. Echt schöne Lampe. Das ist jetzt meine von der Party. Seht ihr, ist das Wachs auch drin. Stell ich mal kurz zur Seite. Also, wir haben eine Aziza. So. Dann haben wir eine zweite Aziza. So. Dann, weil es so schön war, haben wir eine dritte Aziza. Also die wurde auf der Party gehypt ohne Ende. So, dann haben wir... Oh, was ein Wunder. Eine vierte Aziza. Also die ist echt super, super, super schön. Wirklich sehr, sehr schön. Ich muss einmal ganz kurz eine Anruferin wegdrücken. So, dann haben wir natürlich wie üblich
Duftblumen. Haben wir eigentlich bei jeder Party Bestellung von Duftblumen. Hier gibt es denn schon die Weihnachtsduftblumen sogar. Die Christmas Cottage Duftblume. Und dann haben wir noch zwei Reisetwister. So, da seht ihr den Reisetwister. Zwei Reisetwister. Hallo Lena. Hallo, auch an alle anderen. So, und das war's jetzt gleich schon. Die andere. Oh, das war eine Schere. Die andere Bestellung kommt tatsächlich mit der anderen. Mit dem anderen Paket erst. Aber ich zeige euch hier mal. Und zwar hatte ich ja in meinem Status drin, dass den süßen Buddy Clip Vega. Sehr süß, mega niedlich. Oh, richtig toll. Mega. Berry Bliss. Oh, schöner Geruch. Es passt zum Einhorn absolut. So, das ist ein Buddy Clip. Papa ist auch dabei. Liebe Grüße an Papa. Das ist ein Buddy Clip. Ihr seht es hier. Man klippt ihn an. Ich glaube, das ist der nämlich für meine Schwester. Deswegen packe ich den einfach jetzt mal aus. Man klippt ihn einfach hier an. Moment. So. An Kindergartentaschen, an Schulranzen. Bennett hat zum Beispiel sein Buddy Clip am Schulranzen drin. Und einige aus seiner Klasse haben den auch am Schulranzen dran. Dann im Sporttasche, am Kindergartenrucksack. Der ist natürlich echt super süß und hat einen Duft dabei. Er duftet nicht ganz krass, dass du sagst so, oh, der ganze Raum ist beduftet, sondern so an der Tasche und so. Ganz, ganz wichtig, wenn der ausgeduftet hat, was mehrere Monate meistens dauert, dann ist er nur noch ein Buddy Clip ohne Duft. Man kann ihn nicht erneuern. Aber auch trotzdem ist er echt noch ein süßer Anhänger. Und ja, ich finde ihn total niedlich. Mega, mega süß. Genau, davon gab es dann ein paar Bestellungen. Ja. Moment. So. So. Zwei. Vier Pferdchen. Ich bleibe immer mit meinem Kleid hier hängen an den... Dinger in der Küche. So, und natürlich sind auch einige Bars hierbei. Ja, die andere Party, die andere Bestellung ist leider noch auf dem Weg, sonst hätte ich euch die auch schon gezeigt, weil die Party ist noch gar nicht richtig komplett. So, das ist immer cool. Unsere Bars werden immer eingepackt. Hier ist so ein Kühlkissen quasi, so eine Kühlflüssigkeit. Ich pack's mal aus. Eingepackt. Hier. Und das packe ich mir selber jetzt nämlich auch in den Gefrierschrank. Und wenn ich dann was verschicke, verschicke ich das tatsächlich auch damit. Gerade momentan bei den jetzigen Temperaturen ist es einfach nicht möglich, das sonst zu verschicken. So, das kommt natürlich jetzt ins Gefrierfach und wird dann verschickt mit den Sachen. So, hier haben wir ein Aloe Water und Cucumber. Nein, drei Aloe Water und Cucumber. Sehr frisch, sehr, sehr schön derzeit. Dann haben wir Pink Cotton. Dann haben wir meinen absoluten super mega Lieblingsduft, den Velvet Moon. Oh, ich liebe ihn. Echt total. Das habe ich vorhin mit einer Kundin besprochen. Ich sage, weißt du was? Wenn ich, weil sie sagte, oh, weißt du was, also wir haben den ganzen Abend, die haben sich die Dufttasche ausgeliehen von mir, das könnt ihr jederzeit auch, und haben dann sich durchgeschnüffelt durch die Düfte, weil sie noch neu waren. Und dann sagte sie, ich habe den ganzen Abend wieder mir den einen Duft rausgeholt, den White Amber Antique, und habe die ganze Zeit dran geschnüffelt. Ich sage, weißt du was, wenn ich irgendwie Stress habe oder sowas in der Art oder mich wieder ein bisschen konzentrieren muss oder einfach mal so zwischendurch, hebt das echt total meine Laune, wenn ich an Velvet Moon rieche. Ich finde den so genial. Ich finde den so, so, so mega, mega toll. Der riecht ein bisschen wie mein Parfum und ich finde das, find den Duft sehr geil. Sehr, sehr geil. Habe ich mir gleich dreimal bestellt. Dann werde ich mir auch in mein Abo legen, falls der wieder rausgeht, irgendwann im Januar oder so. Mega, mega cool.
Genau, dann gab es noch Pinkcotton und Autumn Roadtrip. Das war's auch schön, schon. Also so viel war es diesmal gar nicht. Die andere Bestellung kommt, denke ich mal, die nächsten Tage, hoffe ich. Genau, am Wochenende, am Freitag und Samstag Party. Dafür muss ich gleich noch Wochenende, das ist ja morgen schon, ne? Morgen und übermorgen Party. Und ja, da freue ich mich schon. Nee, stimmt gar nicht. Morgen, übermorgen und nach übermorgen. Also Freitag, Samstag, Sonntag Party. Aber Sonntag eine Nachmittagsparty. Ich bin gespannt. Bei einer hoch, 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 hoch Schwangeren. Und ich bin gespannt, ob ich da noch hin muss. Also beziehungsweise hin muss, hin darf zu dieser Party. Oder ob bis dahin das Baby rauskam. Ich bin gespannt. Also sie hat jeden Tag, ich habe Hochachtung vor dieser Leistung. So, jetzt. Hochschwanger derzeit, Alter. Ich wäre, glaube ich, eingegangen. Also das wäre absolut null für mich. Und dann noch schöne Sensi-Party mal mit 10 Gästen oder sowas wuppen. Ja, man hat ja sonst nichts zu tun. Aber finde ich super cool. Und ja, also werdet Gastgeber. Immer, immer wieder. Gerne. Ich komme zu euch. Und ja, mache eine Party mit euch. Genau, also in dem Sinne. Ich wünsche euch einen wunder, wunder, wunderschönen Tag noch. Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bereite jetzt komplett die Partys fürs Wochenende vor. Die ganzen Goodies, die ganzen Lampen, die ganzen. Ah, da gehört schon einiges zu, ne? Nach jeder Party ist es gefühlt, wumm, alles wieder rein, wumm, zu und raus. Und dann mache ich immer vor der Party dann die neuen Partys vorbereiten. Und da das jetzt drei hintereinander sind und ich Samstagabend ja auch noch, beziehungsweise Samstagnachmittag sind wir eingeladen noch und abends nach dieser Party bin ich dann auch noch quasi direkt dann bei dieser Einladung. Ja, nützt es nichts und dann muss man auch mal ein bisschen in der Woche dafür arbeiten, ne? Genau. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunder, wunderschönen Tag. Macht's gut, habt's besser. Wir hören.